Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, eure Steffi, und dieses Jahr gibt es natürlich wieder einen Weihnachts- und Silvester-Vlog. Heute ist schon der 24. Wir haben schon alle Geschenke gepackt. Das haben wir gestern schon gemacht. Und wir haben die auch gerade schon alle unter dem Baum platziert. Und genau, jetzt sind eigentlich noch die letzten Vorbereitungen. Ich werde mir jetzt meine Haare nachtönen, weil die sehen schon wieder ziemlich shisha bescheiden aus. Und ich habe Urlaub, Leute. Ich weiß gar nicht, dass ich jetzt Urlaub habe. Dann wasche ich mir jetzt erstmal meine Haare, weil die sind schon wieder ziemlich ekelhaft. Und dann töne ich die. So, meine Haare sind jetzt wieder fresh. Mein T-Shirt sieht heute aus wie Sau, aber das ist ja immer so. Mein Gesicht auch. Jetzt fühle ich mich wieder gut. Und meine Mama ist auch gerade nach Hause gekommen. Wir haben vorhin schon Kartoffeln geschält und geschnitten. Nachher machen wir Kartoffelsalat, aber jetzt trinken wir erstmal gemeinsam Kaffee. Schnatze hat sich das Geschenkpapier und die Schleifen schon gesichert. Mein Spielzeug. Man sieht keinen Abriss, nicht wahr, Toki? Nein. Kein Abriss, nicht wahr, Toki? So, meine lieben Leute, es ist jetzt schon der nächste Tag, der 25. Und ich habe mich mal ein bisschen hier mit meiner neuen Palette beschäftigt. Glitzer. Ich liebe Glitzer. Wir haben uns gestern noch einen ruhigen Abend gemacht. Ich hatte eigentlich voll Lust, Uno zu spielen. Hab dann mit mir selber Uno gespielt, weil alle anderen zu kaputt waren, weil meine Eltern noch arbeiten mussten gestern. Ja, ich bin vor Weihnachten mal krank geworden. Bin jetzt zum Glück wieder fast gesund. Ist nur noch zu ekelhafte Husten da. Wir haben dann halt gestern noch Kevin allein zu Hause geguckt. Und wir haben auch nochmal Schöne Bescherung geschaut. Nochmal. Weil das ist halt der Film, den wir jedes Jahr zu Weihnachten schauen. Weiß nicht, ob ihr das kennt, Schöne Bescherung, Weihnachten mit den Griswolds. Mit Chevy Chase. Keine Ahnung, der Film ist total genial. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was eure traditionellen Weihnachtsfilme sind, die ihr jedes Jahr guckt. Einer von euch muss doch auch Schöne Bescherung kennen, oder? Der Film ist super cool. Und ich kann euch ja mal noch zeigen, was ich meinen Eltern geschenkt habe. Mein Papa, der beschwert sich immer, dass unser Schokoaufstrich so schnell alle ist. Und er liebt Nudossi und deswegen habe ich ihm so eine Serie Nudossi geschenkt, so mit verschiedenen Arten, die es da gibt. Was schmeckt euch besser, Nudossi oder Nutella? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde, es gibt nichts Besseres als Nudossi. Ich finde, Nutella schmeckt einfach nur übelst ekelhaft nach Chemie. Meiner Mom habe ich so ein paar Holzohrringe geschenkt. Ja, meinem Freund habe ich einen Bizeps Blaster geschenkt. Keine Ahnung, er ist ja gerade voll im Trainieren drin und das hat er sich halt gewünscht. Irgendeine Trainierhilfe. Und dann waren Alex und ich in Leipzig nach Hofe im Brühl und da ist ja so ein Ossi-Laden, so ein DDR-Laden. Und da haben wir so ein DDR-Ossi-Paket gekauft, wo verschiedene DDR-Produkte drin sind. Und das war ziemlich cool, da haben die sich total gefreut. Ja, und das ist dieser Bizeps-Plaster, keine Ahnung.
ja, irgendwas zum Trainieren. Und jetzt fahren wir erstmal gleich zu Alex Oma, Kaffee trinken. Und morgen gehen wir in den Gasthof Mittagessen mit anderen Leuten noch. 27. und 28. werden wieder solche Tage, wo einfach nichts ist, die eigentlich komplett überflüssig sind, wo man einfach nur wartet, dass Silvester wird. Und am 29. gehen wir zum Konzert. Ja, zu The Sorted Fear, zu meiner Lieblingsband. Freue ich mich übelst drauf. Ja, die apokalyptischen Reiter sind auch dabei, aber scheiß auf die, wir wollen nur The Sorted Fear. Na gut, mein Freund drängelt wahrscheinlich schon wieder gerade. Ich mach mal die Kamera aus. So Leute, mittlerweile ist der 26. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und wir gehen jetzt essen. Und wir haben es auch ein bisschen eilig, deswegen fahren wir jetzt auch los. Naja, los geht's. Das ist mittlerweile der 27. Und ja, wir waren gestern essen. Ja, war ganz okay. Ich fand es jetzt eher, naja, aber naja, egal. Genau, wir sind jetzt ab jetzt erstmal bei meinem Freund. Fahren jetzt nach Leipzig, weil er wollte sich, er hat sich so eine VR-Brille geholt. Damit habe ich auch am 26. gespielt. Ne, am 25. kann ich euch mal ein Foto einblenden. Steffi entdeckt neue Welten. Und er will sich da jetzt noch was für holen, solche Controller. Und ich schau mal bei H&M oder so, ob ich ein Kleid für Silvester finde. Ich bin bei H&M ziemlich ausgerastet, weil ich habe tatsächlich ein bisschen was gefunden. Das kann ich euch ja jetzt zeigen. Zuerst mal, eigentlich habe ich hier ein Kleid für Silvester gesucht und ich habe eins gefunden und das ist so toll. Es ist so perfekt. Ich habe zwar gemerkt in der Umkleidekabine, dass ich wieder etwas zugenommen habe über Weihnachten, logisch. Aber irgendwie zu Hause ist es voll krass, da merkt man das gar nicht so. Aber dann so beim Shoppen in Umkleidekabinen denkt man sich so, Alter, aber... Ich habe mir fest vorgenommen und diesmal ziehe ich es auch durch. Diesen Sommer werde ich meine Bikini-Figur erreichen, die für mich perfekt ist. Und da wird es diesmal keine Ausnahmen geben. Gedanken werden Dinge, ihr versteht schon mein Motto. Das Silvesterkleid, das ist das hier. Ihr seht schon, es passt perfekt zu meinen Haaren. Wie perfekt für mich abgestimmt. Das war im Sale und das war runtergesetzt von 29,99 auf 20,99 €. Also 9 € gespart. Dann habe ich noch so ein übelst schönes schwarzes Samtkleid gefunden. Ich habe so gemerkt, ich habe zwar so viele Kleider, aber die sind alle halt für den Sommer. Ich habe keine langärmigen. Deswegen habe ich eins gekauft. Das kann ich dann zu Alex und meinem Jahrestag anziehen, weil am 12. Januar sind wir ja dann 4 Jahre zusammen. Da gehen wir natürlich auch schön aus. Und das war runtergesenkt von 14,99 € auf 12,99 €. Dazu passend. Ich habe mir auch noch Ohrringe gekauft, weil ich liebe ja so auffällige Statement-Ohrringe oder so goldene. Einfach so richtig bam. Und zu dem Samtkleid würden, glaube ich, voll gut die hier passen. Und die waren runtergesenkt von 9,99 € auf 2,99 €. Und dann am 26. Januar mache ich ja mit meinen Kollegen unsere Weihnachtsfeier. Und da gehen wir auf eine 70er, 80er und 90er Party. Und dafür habe ich mir auch ein super schönes Kleid geholt. Das ist auch so schwarz mit roten Flitzer und solchen Spaghetti-Trägern. Und das war runtergesenkt von 9,99 € auf 7,99 €. Und passend dazu habe ich mir noch Ohrringe gekauft, die so richtig statementmäßig aussehen. Die waren nicht runtergesenkt, aber ich musste die einfach haben. Auch so schön puschelig, so rote. Und die haben normal 9,99 € gekostet. Dann wollen wir jetzt gerade noch einkaufen für die nächsten Tage, weil wir hier am 29. fahren wir erst wieder zu mir wegen Konzert. Und da habe ich mir jetzt Mandarinenstücke gekauft.
Genau. Und dieses Mandarinenstück snacke ich jetzt. In den Tagen jetzt irgendwie passiert nicht wirklich viel, habe ich das Gefühl. Aber heute ist der 28. und mein Freund hat den ganzen Tag eigentlich gezockt. Ich habe Video geschnitten. Und jetzt gucken wir noch Harry Potter. Wir haben ausgewürfelt. Und es ist Teil 3 geworden. Mein Lieblingsteil von den ganzen Harry Potter Filmen. Heute ist der 29. und heute ist geplant, dass wir für Silvester einkaufen. Und ich bin immer noch verschnupft. Das kotzt mich echt an. Eigentlich hätte es schon längst weg sein müssen. Fleisch! Ich habe mich jetzt so ready gemacht fürs Konzert. Schön hier geschminkt und so. Da mein T-Shirt leider in der Wäsche ist, ziehe ich das vom Partisan an, vom Festival, wo wir dieses Jahr waren. Dann ziehe ich meine wundervolle Kutte noch an. Genau, und dann geht's dann auch gleich los. Leute, wie leer es hier ist. Ich habe das Haus Auensee noch nie so leer gesehen. What the hell?
schöner Abend gestern auf jeden Fall. Was mich überrascht hat, ich habe das Haus Auensee noch nie so erlebt wie gestern. Eigentlich, also wir wollten eigentlich nicht nochmal ins Haus Auensee, weil es halt immer, wenn wir da waren, komplett überfüllt war. Der Hof war voll, aber gleichzeitig war halt drin auch alles voll. Man konnte sich nie bewegen. Es war halt immer, man war halt immer eingequetscht. Man musste eigentlich immer Platzangst haben. Und da war es halt auch irgendwie immer so, dass die ersten zwei Bands richtig scheiße abgemischt waren, dass es gar nicht gehämmert hat, wie bei Hatebreed letztens. Und dass nur die letzte Band so richtig gepusht wird und einen geilen Sound hat. Deswegen mögen wir eigentlich das Haus Auensee nicht so richtig. Aber gestern war das komplett anders. Es war gar nicht voll, also es war sehr, sehr leer. Ihr habt es ja gesehen auf den Videos, da war, also voll war es auf keinen Fall. Und diesmal waren wir halt wirklich alle Bands saugeil abgemischt. Also der Soundtrack ist so richtig gut. Wir waren dann ungefähr 1:30 zu Hause. Und ja, naja, also der Abend konnte nur Spaß machen. Unsere Lieblingsband war da. Aber Kalyptischen Reiter habe ich jetzt mit Alex nicht so mitgenommen noch, weil Alex dann nicht mehr so gut ging. Da haben wir uns dann einfach an der Seite gesetzt. Aber von dem, was ich so gehört habe, musikalisch war es das jetzt eh nicht so mein Ding. Ich habe mir eine Jacke geholt. Von 2004 und jetzt habe ich, glaube ich, eine neue Lieblingsjacke. Ich zeige die euch mal. Ja, die hier ist es. Die hat so rote Ärmel und hier so grau. Hier ist Logo und dann hat auch eine Kapuze. Und wenn ich sie aufsetze, ist hier oben auch nochmal was Schönes drauf. Da steht Last of a Fade in Kind. Das ist ein Lied. Ich glaube, das letzte Lied vom Album Kingdom of Worms. Hinten drauf ist auch nochmal ein Logo. Aber ich finde es total schön. Heute ist der 31. Wir haben gefrühstückt, natürlich lange ausgeschlafen, dann war ich duschen und dann habe ich mir noch mein Gesicht gepeelt und eine Maske draufgeschmissen. Ich habe mir vorhin schon eine To-Do-Liste geschrieben, was ich heute alles erledigen muss, damit wir abends ohne Probleme feiern können. Und ich habe gestern irgendwie The Sims Mobile für mich entdeckt. Ich bin jetzt gerade irgendwie kurzzeitig süchtig danach geworden. So, es ist soweit. Ich mache mich fertig. Von euch wurde sich gewünscht, dass ich meinen Silvesterlook auf Kamera festhalte. Dann mache ich das jetzt mal. Also quasi ein kleines Make-up-Tutorial im Vlog. Ich glaube, ich mache es aber auch schnell durchlaufend, weil sonst dauert der Vlog ein bisschen sehr lange. So, das ist mein final Look. You see, Feuerwerkskörper in my eyes. Habe ich noch ein paar falsche Wimpern von BH Cosmetics genommen. Dann hier Lucky, Lucky Schmucky. Geile rote Ohrringe und mein Glitzerkleid. Und hinten ist rückenfrei. Ich muss einen weißen BH anziehen mit Spitze.
dass man den Verschluss nicht allzu sehr sieht. Ich kann später spielen. Sehr gut. Schön. Lumos. Lumos Maxima. Wir laufen jetzt mal noch eine Runde. Vor allem Leute, es ist so krass. Die heutigen Silvester, die gehen immer so schnell um. Es ist so schnell Mitternacht, finde ich. Früher, da hat das immer so eine Ewigkeit gedauert, bis es mal Mitternacht war. Und jetzt geht das so schnell, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Da denkt man sich so, okay, die Party hat noch nicht mal richtig angefangen und es ist einfach schon Neujahr, so richtig krank. Frohes Neues! So, jetzt gehen wir vor an der Straße und machen auch Kabums. Eine 1 Meter Wunderkerze, schon ein bisschen runtergebrannt. Jetzt hat Alex die Rakete angemacht, hier im Vulkan. Uhr 45, still parting. Kein Problem, wir sind da gerade. With a little bit of death metal. So muss das sein. Die Tischdecke war einmal. Die Müsli-Schale mit den Salami-Würstchen war auch einmal. Ja, mal gucken, wie lange es noch geht. Auf den Knopf! Ja, während ich dieses Video gerade zu Ende schneiden wollte und auch gleich hochladen wollte, habe ich gemerkt, dass ich gar keine Abmoderation gemacht habe. Jedenfalls, das war unser Abschluss 2018, unser Start ins neue Jahr. Wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, weil, wie gesagt, es kommt dieses Jahr schon echt krasse Videos, finde ich, auf dem Kanal online, interessante Videos vor allem. Also solltet ihr die auf keinen Fall verpassen. Kommentiert mal, wie euer Jahreswechsel so war. Mein nächstes Video ist auf jeden Fall über meine Jahresvorsätze. Das habe ich auch schon abgedreht. Und da werde ich euch alles Mögliche erklären, wie das dieses Jahr mit den Videos abläuft und was für ein Projekt ich gerade vorhabe und auch schon mittendrin bin. Wie gesagt, Mitte Mai wird auf jeden Fall ein Video kommen, wo ich optimistisch bin. Das ist echt, echt cool wird und was mir persönlich auch viel bedeutet, dann werde ich natürlich wieder bei den Next Face Awards mitmachen. Also ich werde mich wieder bewerben, werde mein Bestes geben und hoffen, dass ich diesmal mitmachen darf bei den Top 20. Und ja, dieses Jahr ziehe ich auch mit meinem Freund zusammen, heißt Umzugsvlog wird natürlich auch folgen. Also solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, um das nicht zu verpassen. Genau, und dann wünsche ich euch noch was Schönes. Bis zum nächsten Video dann mit meinen Jahresvorsätzen 2019. Bis dahin, bye bye.